Moin moin und herzlich willkommen zurück zu, ich wollte schon Bioshock sagen, hier Elder Scrolls Arena. Wir suchen jetzt die nächsten Schlüssel, wir haben den Diamantschlüssel bekommen, aber das ist jetzt nicht der, den wir jetzt sofort brauchen, sondern wir brauchen den Saphirschlüssel. Und ich würde sagen, wir gehen dafür hier lang und dann hier und schauen uns da mal noch ein bisschen um. In der Hoffnung, dass wir dort den Saphirschlüssel finden. Oder für den Fall, falls es noch einen mehr gibt, den wir suchen müssen, finden müssen, dass wir vielleicht sogar den finden. So. Ich hasse diese Gedüng, Düng, Düng. Oh. Wie konnte ich den jetzt nicht sehen? Hinter mir ist ja noch einer, ne? Hallo? Ich wollte schon sagen, warum hat jetzt sich die Maus nicht bewegt? So. Suchen wir uns mal einen Weg. Ui. Und genau jetzt drücke ich auch noch die Map. So. Nochmal Shielding. Ich glaube, ich habe drei gesehen. Ja, drei. Da brauchen wir nicht nur Shielding und Heal True, sondern auch hier Shock Resist. So. Und den schnappen wir uns auch noch jetzt. So. Ja. Und unser Inventar ist voll, natürlich. Schauen wir mal, was wir wegschmeißen können. Hier den zum Beispiel können wir droppen. Das hier können wir droppen. Brauchen wir nicht. So, was gibt's denn noch? Broadsword können wir droppen. Claymore brauchen wir nicht. So, den Flail brauchen wir nicht. Battle Axe brauchen wir nicht. Noch eine Battle Axe. So, was gibt's hier noch? Bisher nicht viel. Invisibility müssen wir öfters mal nutzen. So, dann können wir von hier Bracers und Longbow mal mitnehmen. Und hier waren hier sonst keine weiteren Schätze. Ich glaube, hier waren wir jetzt umsonst hingegangen. Ne, doch nicht. Hier geht es ja weiter. Schauen wir mal, wo wir hier ankommen. Bei zwei Steingolems, natürlich. So, nochmal Shielding und Heal True. Ah, geil, beide erledigt. Nice. So. Und der hat auch nichts. So, dann schauen wir mal. Natürlich. Ich habe so ein Gefühl, hier ist auch noch jemand. So, komm schon. Und hier geht's weiter. Aber vielleicht noch mal hier ein Safe Game machen. Safe Games ist das Wichtigste bei so alten Retro Games, dass man die immer manuell macht. So, vielleicht noch mal. Wir nehmen diesmal ein paar Heiltränke. Healing. Was ist denn eigentlich das hier für ein Potion? Ah! Wir sind nicht mehr diseased. Nice. So, und Shielding noch einmal, bevor es uns wieder kaputt geht. Und dann schauen wir mal nach. Wo geht's denn hier weiter? Hier ist auf jeden Fall Lava. Aber hier ist auch noch mal ein Weg. Boah. Spawnen die genau vor mir. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Aber dieses Mal richtig. Wo ist denn der mich angreift? Keine Ahnung. Wir gehen aber hier hin. So, nochmal Heal True und Shielding.
So, das nehmen wir auch noch mit. Aber hier gibt es nichts. Ah, aber da hinten ist eine Tür. Wenn wir hier wieder rechts gehen und nicht feststecken. So. Beide gleichzeitig kaputt und nochmal. Heiltränke. Nochmal. Dings und Shielding. Und da muss hier irgendwo eine Tür sein. Ah, weiter vorne. Okay. Das ist die Tür. You see a grave? Achso, die Dinger sind Raves. Muss es immer dieses Gedung sein? Hier ist noch eine Tür. Geheime irgendwo. Hier. Vampires regenerating. Oh, da kommt er schon. Uiuiuiuiuiui. Den. Und resist fire. Jetzt kann er mir erstmal nichts. Und hier haben wir noch einen Schlüssel. Wir werden gleich wieder diseased sein. Ich sehe schon. Gleich nochmal den und. Nein! Waffe müssen wir. Beziehungsweise nochmal so Healing und noch einmal so Healing und schnell so. Ui, das ist jetzt schon passiert. Gefällt mir nicht. Aber Shielding funktioniert doch noch, oder? Ah, nice. So, und nochmal so. Und noch einmal so. Und dann haben wir hier den Amethyst-Schlüssel. Das ist jetzt nicht der Schlüssel, den wir suchen. Aber gut zu wissen, dass es drei weitere waren zum Saphir. Ich würde sagen, vielleicht hier irgendwo im Norden. Der nächste. Ich habe das Gefühl, es sind sogar vielleicht noch mehr. Hier sind wir auf jeden Fall nicht richtig. Und bitte nicht regenerieren, Herr Vampir. Fliegen hier vielleicht noch mal ein bisschen. Aber wir sind nicht diseased. Das kann ich schon mal lobend ansprechen, dass wir nicht diseased wurden. Hier geht's auch nicht weiter. Das heißt... Ah, da war noch eine Tür. Okay, wir gehen durch diese Tür. Wo waren die? Ich glaube, hier war die, ne? War sie hier? Nein, hier war sie nicht. Die andere Seite war sie. War schon verwirrend hier, aber der Vampir ist weg. Ist denn die Tür? Nicht hier. Ah, ich muss drunter her. Irgendwo hier. Da. Dann müssen wir eben jetzt ganz kurz abwarten, bis das wieder mit dem Fliegen vorbei ist. Schade, dass man hier die Zeit nicht so vorspulen kann. Und warten können wir hier ja auch schlecht. Denn dann spawnen hier ja die Gegner, aber dann lieber so warten, bis da hier der Flug vorbei ist. Kann aber auch noch ein Weilchen dauern. Ah, nee, doch nicht. So, dann gehen wir hier unten rum. Und wir kommen hier nicht weiter. Okay. Dann ist es halt so. Dann müssen wir... Hier geht es ja auch noch drunter her.
Aber da wird es auch eine Sackgasse wahrscheinlich sein. Ich würde sagen, hier vielleicht auch nochmal ein Safe Game machen auf die 3, weil wir haben ja jetzt den dritten Schlüssel von 4 hoffentlich insgesamt. Genau, hier geht's weiter. Wieder, beziehungsweise eher wieder raus. Und dann gehen wir hier mal nach Norden und hoffentlich finden wir dann jetzt schnellstmöglich noch einen. Ich habe so eher das Gefühl, dass wir gleich vielleicht noch einmal die Flucht ergreifen müssen. Hier geht es nicht weiter. Laut Karte auch nicht. Ja, wir werden wahrscheinlich definitiv die Flucht ergreifen müssen, bevor wir ins nächste Level gehen. Digga, diesmal kaputt. So, nochmal Shielding. Und Healing und nochmal Healing und noch einmal. Ui, da greifen die mich schon an. Oh, dieses Geräusch. Warum muss dieses Geräusch einen so nerven? Ich verstehe das nicht. Kann das jetzt nicht langsam aufhören? Das dröhnt übelst in den Ohren. So, dann nochmal Healing und Healing. War ja direkt vor mir ja noch einer. Beziehungsweise fast sogar schon in mir war der. Hört sich ganz falsch an. So. Muss das immer sein, dieses Geräusch? Ist so penetrant und nervig. Und ich frage mich, warum? Warum ist dieses Geräusch so notwendig für das Spiel gewesen, dass sie das unbedingt beibehalten haben? Ui, wir müssen wieder... Hä? Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt gewesen? So, nochmal das. Und das. Alter. So, wo ist denn der? Hinter mir? Vor mir? Neben mir? Da ist er. Wir gehen mal dahin. Vielleicht kommt er uns ein kleines bisschen hinterher. Schauen wir mal. Ich glaube, vielleicht da lang müssen wir eher. Und so, nochmal desaktivieren. Shock Resist. Healing. 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 Kaputt machen. So. Haben wir den? Schauen wir mal. Ah, da war eine geheime Tür. Da haben wir sie. Hier würde ich sagen, vielleicht noch einmal ein Safe Game, weil wir sind schon jetzt relativ weit gekommen. Ah? Da ist der Saphir-Schlüssel. So, dann den. Und Resist Fire. Mach mir den Schlüssel auch nicht kaputt, ja? Was ist mit dir? So, den haben wir. Und komm. Wir haben ihn. Ja, komm. Ich will vernünftig hier. So, ja. Komm. Okay, den können wir nicht mitnehmen. Wäre auch besser so eigentlich. Dann müssen wir jetzt nochmal schauen, wie kommen wir den gesamten Weg hier wieder zurück. Okay. Einfach durch die Tür und hier nach Norden. Dann sind wir wieder zurück. So,
So, die Tür, durch die wir gekommen sind. Und dann hier nach rechts. Wieder rechts. Links. Dann müssten wir eigentlich gleich soweit sein. Noch ein bisschen nach Norden. So. Hier war es noch nicht. Ich hoffe, das sind alle Schlüssel, die wir bräuchten. Hier war es noch nicht. Da hatten wir den ersten Schlüssel bekommen. Wir müssen so oder so gleich eigentlich nochmal zurück alles reparieren lassen. Haben wir eigentlich das Geld dafür? Wir haben 24.000, okay. Ein bisschen was zum Verkaufen haben wir vielleicht. So, den haben wir jetzt auch. Den haben wir jetzt auch. Den haben wir jetzt auch. Hier brauchen wir... Hä, ich dachte, wir haben den Diamantschlüssel. Also 1, 2, 3, 4, 5 Schlüssel. Aber für den fünften Schlüssel haben wir, glaube ich, nicht genug an Energie zum Überleben. Boah, dieses Geräusch. Ich würde sagen, hier machen wir trotzdem nochmal ein Safe Game. Und machen uns eben auf dem Weg zurück in die nächstmögliche Stadt. Reparieren da alles. So, wo war hier jetzt der genaue Weg? Okay. Hier war der Weg nicht besonders weit. Tschüss. Nein. Bitte mich nicht kaputt machen, ja? So. Und ja, jetzt kommen die hier natürlich einmal noch mal heilen. So, Healing. Healing. Healing vielleicht auch noch mal. Und noch einmal Healing. Und wo lang hier Norden? Komm, den Geist machen wir auch eben noch mal schnell kaputt. Dass der mir den Weg versperrt, war irgendwie zu erwarten. So, Shift J. So, dann springen wir hier einmal drüber. Ui, neuer Schatz ist gespawnt. Toll. Shielding. Resist Shock. Und noch ein bisschen Healing. Naja, das wird wohl reichen. Oder vielleicht den hier auch nochmal. Hä? Komm. Aber den Schatz, den lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Okay, Belt haben wir keinen Platz mehr. Schauen wir mal, was wir wegschmeißen können. Bestimmt genug. So, Steelhelm können wir wegschmeißen. Den können wir wegschmeißen. Ist auch nicht viel wert. Den können wir wegschmeißen. Shortbow, Longbow. Brauchen wir alles nicht. Warum haben wir das alles eigentlich? Ja, okay, weil wir so einen Lootfinger haben, der alles mitnehmen muss. So, okay. Haben wir alles. Dann hier den Belt nehmen wir auf jeden Fall mit. So, hier schnell an den vorbeilaufen.
In der Hoffnung, dass die uns jetzt nichts antun. Oder nicht rechtzeitig schaffen, uns was anzutun. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ich glaube, wir müssten hier noch ein bisschen... Ne, doch, da nach Norden. Hier müssen wir rein und dann hier durch. Wo war hier jetzt der Weg? Also, wir sind eigentlich im Grunde schon da. So. Morrowind, wo ist der nächste, wo wir sind von Daggerfur? Wir sind ja hier. Der nächste wäre wahrscheinlich... Komm, mag ran. 5 Tage wird das brauchen, um dahin zu kommen. Und natürlich sind wir in der Nacht da. Man kann hier auch echt nichts anderes erwarten, außer dass wir nachts ankommen. Aber es ist Winter. Jetzt fällt mir auf, es ist Winter. Da haben wir eine Taverne. Wo ist denn der Eingang? Hier ist der Eingang. So, you enter the Laughing Sword. Ja. Und hier. Get a room, genau. Single. Eine Nacht. Except, ja. 10 Gold. Hier, bitteschön. Dann pennen wir hier. Warte, wie spät haben wir es? Wir haben 7.42 Uhr. Okay. Wir sagen 12 Stunden pennen würde reichen, oder? Equipment Store brauchen wir. Da haben wir wieder eine Magiergilde. Wir brauchen einen Equipment Store. Gute Dame, wo ist denn bitte der nächste Store? Northwest. Okay. Das heißt hier und dann ein bisschen weiter nach links. Ja, hier stecken wir fest. Da haben wir einen. Emperor Sunrise, das kennen wir doch. So, erstmal verkaufen. Wir haben ja wieder einige Sachen. Playtime, genau. Ja. Noch ein Playtime. Ah, der war nicht so viel wert. Mit viel Longsword, genau, der. Okay, 562. Ich habe mehr erwartet. So. Hier der Mark. Mark Forster. Der 300. Hier Crystal. 590, ja. Racers, 1096 immerhin. Immerhin mal 4 Stellen hier. Hier, Bracelet, das müsste auch 4 Stellen sein. Ja, 1036. So, und jetzt die Bells. Ah, fast. Fast 4 Stellen. Der ist, boah, geil. Der war super. Fast 3000. Was mit dem? Und die Amulette, aber viele. So, wo sind die wieder? Da haben wir sie. Typisch
schade, dass viele Amulette nicht so viel... Doch, der ist super wert. Der hat einen ordentlichen Wert. Und dann, was fehlt uns noch zum Verkaufen? Irgendwas haben wir nicht. Okay. Dann Repair. So, okay, nice. Was damit? Ja, komm. Der hier vielleicht? Gut, der braucht nicht. Machen. Braucht nicht. Was mit dem? 2400, okay. Machen. Und hier, die brauchen auf jeden Fall. Der? Okay, der braucht nicht, das ist super. Umso weniger wir reparieren brauchen, umso besser. Der braucht auf jeden Fall. Der müsste jetzt 5 haben, der ist damit zu sehr beschäftigt. Das heißt dann ab zum nächsten. So, den haben wir ja markiert hier. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir noch einen finden in der Nähe. Oder wir fragen den hier einfach. Where is... Equipment Store. Okay, die haben mehr als genug. Die haben hier sehr viele. Ich hatte jetzt aber... Da ist schon der nächste. Von hier kommen wir nicht rein. Von hier aber. Dann gehen wir hier rein. Und werden hier den Rest reparieren lassen, was noch repariert werden muss. Repair. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier. Repair brauchen wir noch. Rest of Field Food Deep auf jeden Fall. Und Ring of Shielding auf jeden Fall. Der muss auch heile werden. Und Ebony Bracelet. Gut, der braucht es. Das ist perfekt. Belt of Agility auch nicht. Ebony Talk. Ich glaube, die brauche ich nicht zu reparieren. Und dann heißt es, jetzt eben schnell wieder eine Taverne suchen. Ist das... Ne, das sind ganz normale Häuser. Wo ist denn näherste Taverne da vorne? Ne, das ist auch wieder ein Laden. Ne, ich sehe den hinter ihm. Da, da ist schon die nächste Taverne. Dann pennen wir hier 10 Tage durch. Ah, das ist wieder so ein großer. So. Hier hätten wir gern Fingerzimmer für 10 Tage. Ja, 100 Gold hier. So, und dann Camp for a while 240 Stunden. Das schaffen wir wohl. Sachen eben schnell ab. So, Repair. Gladus. Ja, perfekt. Bester Mann. Der hat uns alles repariert. Da hinten auch nochmal von dem anderen Laden holen. Und dann können wir wieder da auf Uhr.
Nee, Süden war der. Der war im Süden. Irgendwo hier. War das der? Ja, das war der. Perfekt. Sofort gefunden. So. Wie sieht's aus? Wie steht das jetzt mit meinen Sachen hier? Nice. Sagen. In der nächsten Folge gehen wir zurück nach Dagoth Ur, suchen den letzten Schlüssel, der uns fehlt, und dann versuchen wir wieder in Richtung nächstes Level zu kommen und den den achten Teil vom Stab des Chaos zu kriegen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und ciao.